Moin Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Beyond Two Souls. Wir sind wieder mit der kleinen Jodie unterwegs. Und das ist hier irgendwas die Nachtschicht oder irgendwie so. Und da ist sie wieder im Labor. Können wir jetzt gehen? Oh, Jodie, ist es echt schon so spät? Tut mir leid, ich war so konzentriert auf meine Arbeit. Ich weiß, es war ein langer Tag. Hey, heute Morgen habe ich ein Buch gekauft. Ich bring dich jetzt ins Bett und lese dir vor. Ja, prima. Ich glaube, es ist noch im anderen Zimmer. Warum gehst du nicht schnell rüber und holst es? Ich mache das nur hier fertig und dann geht's los, okay? Klar, ich werd's holen. Noch lacht er. Also, wo ist jetzt dieses Buch? Buch. Schluss damit, Aiden. Das ist nicht witzig. Ist das Aiden, ist die Frage. Aiden? Warst du das, Aiden? Und die Tür geht zu und das Licht geht aus. Das ist nicht Aiden. Und die Tür geht zu. Nee, doch nicht. Du hast es gefunden. Dann steht einer schönen Gute-Nacht-Geschichte ja überhaupt nichts mehr im Wege. Warum erzählt sich ihm nicht? Alles klar? Wer sind die beiden? Sie ist blass aus. Sie ist todmüde, das ist doch sonnenklar. Komm, Nathan, sie gehört ins Bett. Ja, Moment. Nathan! Nathan Dawkins. Nathan, was hast du? Meine Frau. Oh. Und meine Tochter, sie kam gerade von meiner Mutter. Truck. Betrunkener Fahrer. Auf der falschen Fahrbahnseite. Sie sind tot. Jody, du gehst jetzt ins Bett. Nathan, du bleibst hier. Bin gleich wieder da. Komm mit, Jody. Gut, das erklärt auf jeden Fall, warum sie da die beiden gesehen hat. Was? Hä? Das war's? Also manchmal ist komisch. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Okay, das ist jetzt eine lange Mission. Er kommandiert eine bewaffnete Miliz und kontrolliert damit viele wichtige Bereiche der Stadt. Das heißt, dass humanitäre Hilfe nicht durchkommt. Das wird jetzt was Langes. Eliminieren.
Da bin ich mir sicher. Er wechselt den Standort zweimal täglich. Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel und das ist hier. Er wird wohl nicht mehr dort sein, aber irgendwo musst du mit deiner Suche ja anfangen. Du bist auf dich allein gestellt. Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Du identifizierst und eliminierst das Ziel und aktivierst dein GPS-Signal, damit wir dich holen können, ja? Du musst vor Sonnenaufgang da raus sein, also halt dich ran. Den letzten Army-Soldaten, der erwischt wurde, zogen sie in einem Jeep durch die Stadt. Man fand seinen Kopf und ein Bein in einem Fischerboot. Nicht zu empfehlen. Ich bin zurück, bevor sie überhaupt merken, was passiert ist. Pass gut auf dich auf, Jody. Ich will nicht, dass dir was passiert. Keine Sorge. Ich bin nicht allein. Nee, Mann, das ist ein Wixer. Beim Wasser. Viel Glück, Jody. Das wird jetzt auf jeden Fall eine längere Sache werden. Kein direkter Kontakt mit dem Feind, keine Verstärkung. Sieh nach, dass da keine Soldaten sind. Nein. Wo ist der andere Ansatz? Da war noch einer. Wohin? Ich wollte hier eigentlich gar nicht hin. Gut, ich weiß nicht, wohin ich soll. Vorhin wusste eine andere Soldatin. Hallo? Ach ja. Okay, irgendwie konnte ich einen gar nicht bewegen. Der ist tot.
Scheiße. Letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel. Das ist hier. Vielleicht fällt dir was ein. Toll. Das ist. Los, gehen wir. Was ist das denn? Okay. Zum Heini. Haben wir hier irgendwo noch welche? Okay, ich muss darüber. Da sind welche. Vier. Ah, den kann ich übernehmen. Werd sie los. Ja, ich hätte warten können, bis er den erschießt, aber. Ich noch sein Leben retten kann.
Das Senaki Hotel. Hier ist der Dude. Aber Freunde, was ich gerade irgendwie nicht so ganz verstehe, war, also, oder, na doch, egal, wir machen das mal weiter. Ja, ran. Weg mit dir. Die werden mit Sicherheit mehrere Leute sein. Sie sind weg. Wollte gerade sagen. Jetzt muss ich es auch noch hinlatschen. Ja, ich weiß, da waren noch mehr Fragmente, aber. Das ist einer, oder? Ist das einer? Ja. Da sind viele. Verdammte Kacke. Sehr gut. Ich hätte es besser checken müssen. Aber die alle hier nicht.
صعوبات التي يمكن أن نكون بها. Oh mein Gott. Oh, da war einer. Oh. Noch näher. Jetzt. Sind da welche? Da ist einer. Okay. Sorry, dass ich gerade nicht so viel rede. Aber ich konzentriere mich natürlich auch. Ist das schlau, den umzubringen? Nein, eigentlich nicht. Aber eigentlich muss ich. Pistole. Wenn die dann wegrennen. Muss näher ran. Noch näher, scheiße. Immer noch näher. Hier noch einer? Ne.
Den übernehme ich. Sonst sah es jetzt eigentlich leer aus. Oder sind welche? Habe ich sie in meiner Vision gesehen. Sie waren hier. Okay. Oh nein, geht's jetzt noch weiter? Da waren wir noch nicht angekommen. Noch weiter. Ist ja nervig. Oder bin ich von da gekommen? Nee. Hm. Ich muss das zu diesem... Für Leute oder was? Ich hab so keinen Bock, entdeckt zu werden.
stirbt, wenn ich ihm nicht helfe. Na dann. Auch einfach mal helfen, ja. Sehr gute Leute. Das ist aber übel schwer, Alter. Tut mir leid, ich verstehe kein Wort, was du sagst. Salim, Salim. Dein Name ist Salim. Salim. Jody. Jody. Jody? Ja, ja, Jody. Jody, Jody. Ach. Nein, ich brauch dich jetzt. Was soll er machen? Der ist dead. Was ist der andere? Auch tot. Ist auch noch einer. Na gut, ich muss näher rangehen. Den übernehme ich. Ich hätte Salim auch da. Oh fuck! Zwei Schnitte ich abgekriegt. Du bist jetzt schon hell, ja? Aber sie hat ja eine Weste an. Junge, Amtssprache ist Deutsch, das quatscht mich voll, Junge. Ein Panzer? Wird, ich sag mal, auf Panzer-Action habe ich keinen Bock.
Und ein Heli. Jetzt wird er mal besser. Noch mehr Helis. Kann ich hier was tun? Ja. Einfach mal ein paar Kugeln abfangen jetzt hier mit einem. Das ist aber schon ein geiler Skill. Ach du Scheiße, schneller? Noch mehr Helis. Ah ja. Aber mit Raketen herumspielen. Wahrscheinlich auch ganz normale Bewohner aus diesem Slum mäßig. Dann gehen wir hier auch mal rein. Da ist der Turm. So einfach ist es. Raus mit dem. Ach, dann können wir jetzt Auto fahren. Oder was macht er jetzt? Ich dachte, er fährt uns. Doch, er fährt uns auch. Warum kommt Salim jetzt eigentlich überall mit hin? Kopf runter. Wir bleiben unten.
Was will der Wichser? Sneaky, sneaky. Wir sind sicher. Das würde ich in so einem Gebiet niemals sagen. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Lana Trukuki. Jumkinuniel Baka Wilajanibuki. Hastatio Musa Hadatuki. Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Ach, lass ihn doch mitkommen. Ist ja egal, ob er jetzt zurückgeht und erschossen wird oder da jetzt mit hingeht. Und irgendwann. Ist das alles hier vorbei? Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. Das glaube ich mal zu bezweifeln. Gut, ich sag mal, als das Spiel rauskam, wurden die US-amerikanischen Truppen auch noch nicht zurückgezogen. So. Jamal war hier irgendwo. Ich habe nicht viel Zeit. Weg mit dem Fisch. Scheiße. Oh, fuck. Oh, wenn man alles verkackt, hilft ein Eiden. Da sind welche. Da sind auch welche. Die Frage ist, wo ich hin muss. Eigentlich zu dem Turm, oder nicht? Huch, wollte ich gar nicht drücken. Da. Jamal ist hier. Okay, such einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann.
Das sind auf jeden Fall Leute dahinter. Du weißt, was du tun musst. Ah. Finde Jamal ein. Wie denn? Nein, Aiden. Man darf uns nicht bemerken. Mit ihm hier. Was ich tun. Gut. Such eine Waffe. Ich muss es tun. Befehl ist Befehl. Der Kerl hat Blut an den Händen. Er verdient den Tod. Komm schon. Ich schaff das. Ich kann ihn töten. Die Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamals Tod. Schnell! Na, ich will ja. Durch die Tür offen. Ach, die Tür. Erstmal noch nur kotzen. Achso. Das war ja klar. Salim. Abi.
Warum kann der kleine Junge eigentlich seine Waffe halten? Zu gehen. Oh, verdammt. Fuck, wir müssen weg von hier. Oh. Oh. Oh, das sieht ja jetzt gar nicht gut aus. Nein. Was? Nein! Nicht das tun! Weg damit! Klar gibt's einen Ausweg. Okay, auch mal ein bisschen durch die Wand glitschen. Leiter ein. Zack. Auch. Ja, easy. Und jetzt Abfahrt. Jo, ich hab dein Bein geheilt. Lauf. Mach die Leiter weg. Oh fuck. Na, oh, das sieht aber ja nicht gut aus. Da kommen sie doch. Na, geht doch. Sehr gut. Achso, Digga. Er hält sich mit einer Hand fest und trägt sie noch in der anderen. Sehr infantil. Der unglaubliche Hulk. Ey, da ist Salim. Salim mag mich jetzt auch nicht mehr. Mal ein bisschen Terrormiliz gespielt hier, ey. Zehn Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen.
Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Jody, alles klar? Nö. Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Brian. Niemals. Haben sie das also auch noch mit eingebaut? Bisschen PTBS hier. Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Sheikh Sharif. Jamal Sheikh Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Muss Jamal finden und eliminieren. Gut. Du hast mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnungen. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der ist erledigt. Und das ist ein Wichser. Vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Ich manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Jody? Er war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenz. Fuck! Ich kann nicht steuern. Hast du mich damals in meinem Apartment auch belogen? Jody, um Gottes Willen, du bringst uns doch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Jody! Oh. Fuck! Auch einfach mal rausspringen. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich es gerade gehört habe, aber hier bei mir im Real Life donnert es auch. Nathan Dawkins. Sie haben gelogen. Damit ich für sie morde. Was erzählt sie mir? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Ach, deswegen kam es dazu. Und er hat dann erzählt, dass sie eine Verräterin ist. Nein. Nein. Nein, ich bin weggerannt. Kannst vor ihnen nicht weglaufen. Sie werden dich jagen und finden. Du musst desertiert. Ich bin sicher, dass... Es ist vorbei, Nathan. Ich werde für keinen mehr töten. Ah. Du sagst ihnen, wenn sie nach mir suchen werden, bringe ich sie um. Sag's ihnen, Nathan. Jetzt ergibt das alles Sinn. Das ist mein Ernst. Und sie tötet anscheinend ja auch alle. Haben wir schon gemacht, ein paar CIA-Handys getötet. Ich verstehe.
Das war mal wieder eine sehr lange Folge, aber es war sehr aufschlussreich. Ryan nicht geküsst haben die wenigsten tatsächlich. Und ich habe einen Kontrollpunkt passiert. Und hier donnert es gerade übel doll. Gut, alte Freunde werden wir erst im nächsten Teil wiedersehen. Denn Leute, das war es für diesen Teil. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein.